Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch.tv. In diesem Video geht es um eine wahrscheinlich sehr bekannte Aktie, zumindest das Produkt, nämlich Adobe, die wahrscheinlich jeder kennt mit den PDF-Formaten. Die machen aber auch noch deutlich mehr. Also wer vielleicht ein bisschen also kreativer unterwegs ist, kennt vielleicht diese ganze Creative Cloud. Das waren früher normale Software-Programme, die es dann in die Cloud geschafft haben. Also so eine Hybridlösung. Letztendlich ist es einfacher zum Abrechnen, ne? Weil viele Leute hatten diese, Adobe InDesign, Premiere Pro, Photoshop als illegale Version. Wenn das dann nur noch mit der Cloud funktioniert, haben sie halt deutlich mehr Umsatz erzielt. Und Adobe gilt als eine sehr, sehr erfolgreiche Cloud-Transformations-Story. Trotzdem ist es kein Cloud-Native-Produkt, was in der Cloud geboren ist, was auch einen gewissen Nachteil hat. Deswegen haben sie eine teure Übernahme gemacht von Figma, weswegen die Aktie auch nach unten gestürzt ist, wenn wir uns auch nochmal anschauen. Ja, und ihr seht hier die verschiedenen Programme. Ich weiß noch, als wir die Abi-Zeitung vor vielen Jahren gemacht haben, ich glaube, da haben wir InDesign genutzt. Und so wirklich einfach zu benutzen war es nicht. Ja? Und ich bin ja doch auch jemand, der relativ offen für Software ist. Auch Photoshop, als ich damit mal rumgemacht habe, hat mich das nicht so wirklich überzeugt von der Bedienbarkeit. Und ich bin ja eigentlich schon eine Zielgruppe, weil ich ja schon ein paar kreative Designs oder so Sachen entwerfe. Und ich nutze eigentlich Canva.com. Das ist, glaube ich, relativ ähnlich wie Figma. Und es zeigt halt, dass die Marktstellung von Adobe zumindest in diesem Bereich nicht mehr ganz so stark ist. Und auch Acrobat Pro. Ja, ich habe ja auch immer viel mit PDFs gearbeitet. Ja, man kann das irgendwie auf dem Mac als PDF exportieren. Da kann man auch mal reinmalen. Aber ich habe das jetzt auch nie so wirklich gebraucht. Klar, wenn man das irgendwie täglich mit ganz vielen Dokumenten da hin und her schiebt, dann brauchen wir es vielleicht schon. Aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so der ganz große Wachstumsbereich. Also insgesamt sehen wir hier, haben sie drei Bereiche. Das eine so Kreativität und Design, also Logos, Webseiten, Filme, alles Mögliche. Gibt es aber halt auch immer mehr Konkurrenz. Dann das ganze Thema PDF und E-Signaturen. Da gibt es halt auch ein Pureplay mit DocuSign oder auch Dropbox mit HelloSign. Und so im reinen PDF-Markt, glaube ich, ist es auch schwierig, Geld zu verdienen. Und dann halt das Thema noch Marketing, Commerce, wahrscheinlich am unbekanntesten ist, weil das eher für etwas größere Firmen ist. Gibt es aber halt auch viel Themen. Aber insgesamt ist es eine der großen Softwarefirmen der Welt, die in sehr, sehr vielen Bereichen tätig sind und da auch sehr, sehr etabliert sind. Die Aktie war immer sehr, sehr teuer, wenn man es anschaut. Also mir eigentlich immer sehr zu teuer. Und war eigentlich halt ist auch so vom Momentum her krass. Dann natürlich kam das jetzt runter und jetzt ist nochmal abgestürzt wegen dieser Übernahme von Figma, wozu es auch eine Präsentation gibt. Ja, und man muss sich vorstellen, die Firma hier macht, glaube ich, 200 Millionen Umsatz aktuell und wurde für 20 Milliarden gekauft. Davon, glaube ich, die Hälfte Cash. Also 100 Mal Umsatzmultiple in dem aktuellen Marktumfeld. Das zeigt einerseits, dass man vielleicht nicht sehr der gute Kapitalallokator ist, aber andererseits auch, dass man das hier als eine existenzielle Bedrohung für das eigene Kerngeschäft gesehen hat. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch noch so Sachen wie Canva.com, die ich sogar größer finde. Also ich kannte ehrlich gesagt Figma davor gar nicht. Also ganz so bekannt ist es, glaube ich, dann nicht. Ja, mehr in den USA und ich halte Canva, die glaube ich noch teurer bewertet wurden oder ähnlich, für interessanter. Ja, also wenn ihr irgendwas mal designen wollt, das ist alles umsonst, funktioniert auch wirklich einfach. Da würde ich auch für zahlen, aber ich komme immer noch mit der Umsonst-Variante durch. Und es zeigt halt auch, dass die Eintrittsbarrieren und die Zahlungsbereitschaft halt auch abnimmt. Und gerade wenn wir eine Rezession haben, dann wird es halt auch den einen oder anderen Kreativen da entwickeln, erwischen, ja, oder der vielleicht dann auch mal sagt, hey, ich kündige diese 50 Dollar, vielleicht zumindest der gelegentlich arbeitet. Ich meine, wenn du die gesamte Suite hier nutzt, die wir hier sehen, ist 54 Dollar natürlich nicht viel, für die einzelnen Programme allerdings schon. Und es tut halt auch immer weh, dieses monatliche Zahlen, ne? Auch für Videoschnitt nutze ich halt die Version von Apple. Da zahlst du, glaube ich, einmal 300 Dollar, aber musst halt nicht jeden Monat was zahlen, was halt sich schon summiert, ne? Und sich vor allem halt lohnt, wenn man das professionell macht, Vollzeit in dem Bereich. Es wird, glaube ich, jetzt zu weit gehen, diese ganzen Produkte da vorzustellen, aber definitiv
ist Adobe sehr, sehr gut in der Software, aber sie sind halt teilweise auch teuer im Verhältnis zu den neuen Produkten und auch eher ein bisschen schwerer zu bedienen, und es gibt halt insgesamt auch relativ viel Konkurrenz. Trotzdem, wenn wir uns das hier jetzt anschauen, ist halt dann immer die Frage, nimmt man die Non-Gap oder die Gap-Zahlen, also die eine nach den generellen Accounting Rules, und das andere, das hat dann oft noch mit so Stock-Based Compensations und solchen Verwässerungen zu tun. Nach dem einen ist die Aktie eher günstig, nach dem anderen zu teuer. Was mich halt immer so ein bisschen, vielleicht noch kurz der Hinweis, ich bin aktuell in Adobe nicht investiert, gehört aber durchaus zum Anlageuniversum. Ich finde die Aktie per se interessant, aber was mich halt so ein bisschen stört, ich habe es halt selber nicht genutzt und nutze eher Konkurrenzprodukte. Und da müsste die Aktie halt dann schon sehr attraktiv sein, aber wir sehen es hier so im Fazit, es ist definitiv eine solide Halteposition mit führender Software. Ist keine Weltklasse-Firma, aber durchaus eine Qualitätsfirma. Die Übernahme ist halt wirklich negativ, weil die Firma macht auch noch Verluste, das heißt, ich verwässere mich zum sehr hohen Preis. Dann sind vielleicht die EPS-Schätzungen auch ein bisschen zu positiv, gerade in der Rezession. Also aktuell würde ich sagen, es gibt nach den Non-GAAP-Zahlen ein bisschen Aufwärtspotenzial, nach den Buchhaltungszahlen eher ein bisschen Abwärtspotenzial. Insgesamt würde ich sagen, Firma ist fair bewertet. Vielleicht sind die Schätzungen ein bisschen zu optimistisch fürs nächste Jahr, weil das kann dann auch gerade mit der Übernahme oder mit einer Rezession bei sowas dann schon ein bisschen runtergehen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Preisfestsetzungsmacht. Ne? Diese 54 Dollar, ähnlich wie Microsoft, kann man dann noch erhöhen. Und man ist halt auch insgesamt von den ganzen Software-Sachen sehr, sehr breit aufgestellt. Was ist eure Meinung zu Adobe? Nutzt ihr die Produkte? Hat sich das verbessert, verschlechtert? Gerne kommentieren. Vielleicht wird das, finde ich, dann auch nochmal mehr Argumente für einen Kauf. Aber auch so, ne, im aktuellen Marktumfeld gibt es halt viele Aktien, die sehr, sehr günstig geworden sind. Das, was so mit 140 Milliarden mit so einer M&A-Strategie schafft dann nicht so viel Vertrauen. Ich glaube, gibt es vielleicht im anderen Bereich dann mehr Chancen mit Firmen, die noch mehr Pure Play sind oder halt die großen Firmen dieser Welt wie eine Microsoft oder eine Salesforce, die auch ähnlich sind und vielleicht nochmal einen größeren Markt auch angehen. Das war kurz und knapp meine Meinung zu Adobe und der wahrscheinlich sehr, sehr schlechten Übernahme von Figma, was zeigt, wie teuer aber auch die Aktien so ein bisschen davor waren. Und es kann viele, viele Jahre gehen und dann irgendwann kommt ein Ereignis, das sich wieder runter in den Bereich der fairen KGVs kommen. Denn diese Strategie, ich kaufe einfach super Firmen, egal wie teuer die sind, das hat halt in den letzten zwei Jahren nicht mehr funktioniert. Per se ist es aber immer eine gute Strategie, in gute Firmen zu investieren, weil da kann ich es aussitzen, weil irgendwann erholen die sich dann auch wieder, wenn es halt keine strukturellen Probleme gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.